Everything changes. Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS17 auf der Testmap und heute haben wir wieder ein Ostprodukt, sage ich mal, ein LKW, ein W50 und den wollen wir uns mal genauer anschauen. Der sieht eigentlich ja schon ein bisschen gebraucht aus hier. Stoßstange sehen wir hier oben, ist glaube ich der Kühler, da ist ein bisschen schon was rausgelaufen, ja. Ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir haben hinten so eine Servicefläche da drauf. Da ist gar keine Kollision, da kann ich reinlaufen. Anhängerkupplung ist dran. Und ja, wir können aber noch ein bisschen was konfigurieren. Und zwar können wir das im LKW selber. Haben wir IC Control. Da können wir hier mal drücken. Und dann Reifen wechseln. Wir haben jetzt eigentlich, wenn wir nochmal draußen schauen gehen, haben wir da Straßenbereifung drauf. Jetzt gehen wir da noch mal rein. Jetzt machen wir mal Reifen wechseln. So, gehen wir wieder raus. Jetzt haben wir da richtige schöne Ballonreifen drauf. Das sieht natürlich cool aus. Das gefällt uns. So, was können wir noch? Wir setzen uns noch mal rein. Wir können natürlich da noch mehr konfigurieren. Servicefläche öffnen. Das ist eigentlich hier hinten. Und schon haben wir einen Sattelauflieger hier. Und können damit ganz andere Sachen machen auf einmal. Also schon richtig cool. So, was können wir noch? Wir können natürlich hier, haben wir natürlich die Service-Plattform. Und dann können wir die Service-Plattform schließen. Ist sie jetzt geschlossen? Jetzt ist sie geschlossen. Jetzt haben wir da eigentlich so ein Service-LKW. Hinten können wir reinschauen. Jetzt wollen wir da nochmal. Kann ich da nicht noch was machen? So, schauen wir mal nochmal. Ist sie wieder offen? Und so schließen wir sie wieder, glaube ich. Genau. Alles klar. So sieht das gute Stück aus. Wir schauen jetzt mal beim Händler, was das gute Stück kostet. Wir haben ja letztes Mal hier seinen Bruder angeschaut und jetzt halt den, der kostet 17.690, fährt 84 km/h schnell, 120 Liter Tankinhalt und konfigurieren können wir da nichts. So, aber das wollen wir dann natürlich gerade mal testen hier. Klingt eigentlich schon ganz gut, aber das wäre natürlich das Richtige hier, wenn wir da ein paar alte Mähdrescher auf dem Feld haben, können wir mit den Servicewagen eigentlich fahren und dort Ersatzteile hinbringen und die wieder reparieren. Wir haben einen Haufen Öl bei, Ölbinder und irgendwas zum Brennen. Wir haben gleich die Feuersense hier, die Feuersäge dabei, Gasbrenner. Wenn die Sachen nicht mehr laufen, schneiden wir sie auseinander. So, wir fahren aber mal ein Stück damit. Geht eigentlich ganz schön schnell. Wir haben jetzt fast jemand überfahren, aber der hat natürlich einen Flachschnauze. Da ist nichts passiert. Jetzt wollen wir mal hier. Okay, sehr hart gefedert. So, ich würde natürlich gerne sehen, ob der dreckig wird, ob das mit einbegriffen ist oder ob der eigentlich nur alt aussieht und dreckig aussieht. Ich hätte der Meinung, da passiert nichts hier mit den Reifen, mit den Ballonreifen. So, wir wollen jetzt natürlich Top Speed hier auf dem Feld mit Ballonreifen 81, jawohl. So, kippen können war da nichts. Und der geht auch nicht kaputt, wenn wir da volle Sau gegen einen Stein fahren. So, innen drin sieht es nachher so aus. Beleuchtung hat da innen drin eigentlich nicht viel. So, hier unter ist eigentlich der Motor. Nur damit ich es mal gesagt habe, der ist genau da unter, da kann man da den Deckel öffnen und da kommt man da schon ran. Also es ist eigentlich sehr, sehr laut, das Teil, wenn man da drin sitzt. Und zwar weiß ich das, weil ich auch schon mal so einen drin gesessen habe. Genau. Gut. Jetzt würde ich gerne noch schauen, ob ich da einen Anhänger ranmachen kann an der Anhängerkupplung.
Ansonsten ist der, die sieht nämlich irgendwie so aus, als ob die gar nicht funktioniert. Jetzt mache ich da noch. Genau, wir machen gerade hier so einen Ballonreifen 3, jawohl. Felgenfarbe weiß natürlich. Für ein Feld immer gut geeignet. So. So, da haben wir dann auch noch einen Anhänger dafür. Also eigentlich nicht dafür, weil wir können ja vorne gar nichts laden auf der Servicefläche. Aber das funktioniert, das ist halt auch tiptop angeschlossen hier. Hydrauliktechnisch. Und fast dieselben Reifen, aber nur fast. So, okay, also Anhänger funktioniert auch. Man könnte auch mit dem Anhänger auch noch was abfahren, wenn man denn wollte. So, man kann natürlich auch einen Tieflader ran machen. Wir schauen mal, wir haben ja hier so einen, wir machen mal den kleinen Tieflader schnell. Kaufen den in hellblau natürlich. Dann passt das ein bisschen zum LKW. Okay, dann machen wir das ab. Dann setzen wir uns kurz rein. Ich bin jetzt schon wieder zu früh gedrückt. So, glaube ich. Genau. So, dann versuchen wir mal, den hier ranzumachen. Der Anhänger sieht natürlich schön blitzeblank aus, wie neu. Aber auch das würde funktionieren. Also man kann den wirklich doch einsetzen. Muss man jetzt echt mal sagen. Also ich finde es cool, den Mod. Ich werde auch diesen in der Videobeschreibung unten drunter verlinken. Dann könnt ihr den selber runterladen. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.